Ich bitte Sie jetzt alle Platz zu nehmen und begrüße Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Panel. Das steht unter dem Thema, was ist neu? Gibt es Anzeichen einer überregionalen und längerfristigen Dynamik? Wir haben im ersten Panel schöne Beispiele gehabt von einzelnen Initiativen und haben gesehen, was passiert eigentlich auf lokaler Ebene. In diesem zweiten Panel wollen wir jetzt ein bisschen stärker auf über allgemeine Fragen sprechen rund um das, was wir eigentlich auch Urban Activism, urbanen Aktivismus nennen. Das heißt, wir stellen diese Initiativen jetzt in einen etwas größeren gesellschaftlichen und politischen Kontext. Und dabei soll es vor allen Dingen darum gehen, ob dieser urbane Aktivismus tatsächlich neue Räume schafft für gesellschaftliches und politisches Engagement, ob die Initiativen, und die sind ja sehr vielfältig, das haben wir gerade auch beim letzten Panel gesehen, ob diese sehr unterschiedlichen Initiativen eigentlich auch eine gemeinsame Agenda haben, die sie verbindet. Spannend natürlich tatsächlich die Frage, die eben im ersten Panel auch schon ein bisschen angeklungen ist, können diese Initiativen beitragen zu einer veränderten Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft? Und das ist ja auch der Titel unserer Veranstaltung insgesamt, können wir davon sprechen, dass es sich hier auch um eine Modernisierung von unten handelt. Und wenn wir Zeit haben, wollen wir auch noch ein bisschen so einen vergleichenden Blick werfen auf die Situation von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Russland und in Deutschland. Wo sehen wir da die größten Unterschiede? Und ich stelle Ihnen unser Podium kurz vor. Zu meiner Rechten begrüße ich Julia Borzemskaya und Viktoria Kapekina. Sie kommen beide aus Moskau und sind Aktivistinnen aus dem Bereich der Umweltbewegung, beschäftigen sich vor allem mit einem sehr wichtigen Problem, nämlich wie gehen wir eigentlich um mit dem Müll oder wie geht Russland um mit den großen Müllproblemen. Sie arbeiten beide in der Initiative Stop Wöbrus, also sozusagen Schluss mit der Wegwerfgesellschaft, so kann man es vielleicht übersetzen, und sind Aktivistin innerhalb des Netzwerks Ökologica, Ökologik, und werden sicherlich auch gleich noch ein bisschen Zeit haben, über diese Gesellschaften und über diese Initiativen und ihre Agenda zu sprechen. Dann begrüße ich ganz links außen Daria Fedotova, auch aus Moskau. Sie ist Mitbegründerin, glaube ich, der Bewegung Dir Lai Sam, Do It Yourself oder mach selbst. Eine Bewegung, die Bürgerinitiativen fördert, die auf dem Prinzip der Selbstorganisation beruhen. Und im Rahmen dieser Bewegung ist auch ein Kulturzentrum in Moskau entstanden, Dir Lai Kulturu, mach Kultur. Und in dem arbeitet Daria Fedotova auch mit. Sie ist außerdem, das möchte ich ja auch sagen, Mitherausgeberin von einem Sammelband, der nämlich zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben wurde, Dir Lai Sama, mach es selbst. Der Sammelband ist 2017 erschienen. Und dann begrüße ich links von mir Lilia Voronkova. Sie ist Soziologin und Aktivistin, das heißt, hat auf der einen Seite ein bisschen den Blick aus der Vogelperspektive, aber auch aus unmittelbarer Erfahrung in Bürgerbewegungen selbst. Sie ist schon seit langer Zeit Mitarbeiterin am Zentrum für unabhängige Sozialforschung in St. Petersburg, was einigen von Ihnen sicherlich ein Begriff ist. Und sie beschäftigt sich mit städtischen Initiativen, hat bei einer ganzen Reihe von Projekten mitgearbeitet, diese auch mitinitiiert. Und unter anderem arbeitet sie auch mit in einem wissenschaftlichen Projekt Claiming the Public Space. Und da geht es um eine Untersuchung von Urban Activism, urbanem Aktivismus in Petersburg und Berlin. Und Lilia Varankova, meine erste Frage geht auch an Sie. Ich habe gesagt, wir wollen jetzt so ein bisschen in einem abstrakteren Kontext auch darüber sprechen, was bedeutet eigentlich dieser urbane Aktivismus. Und eines der Ziele, der deklarierten Ziele, ist die Herstellung von öffentlichem Raum. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich öffentlicher Raum? Was verstehen wir darunter? Und Sie haben in einem Interview vor einiger Zeit, was auf einem Online-Portal Tatlin veröffentlicht wurde, gesagt,
dass öffentlicher Raum ein Forum darstellen soll, in dem Menschen zu Bürger werden. Und eine Gruppe von öffentlicher Raum ist auch etwas, was eine Gruppe von Verbrauchern zu einer Öffentlichkeit macht. Und es wäre schön, wenn Sie kurz erläutern könnten, was Sie damit meinen. Danke schön, dass Sie mich vorgestellt haben und danke für die Einladung. Ich glaube tatsächlich, dass öffentliche Räume nicht einfach unbebaute, leere Plätze in der Stadt sind, wo keine Autos parken oder keine Häuser stehen, sondern das sind Räume, die mit Leben befüllt werden, wo es Menschen gibt, wo bestimmte Prozesse vor sich gehen, die von diesen Menschen initiiert werden. Echte öffentliche Räume sind solche, die Stadteinwohner zu Bürgerinnen und Bürgern machen, durch die Kommunikation untereinander. Das kann in der Tat eine Plattform für Debatten, für Dialog werden. Und so wird man mündig, so versteht man die eigene Verantwortung gegenüber der Stadt und gegenüber dem Raum, wo man lebt. Ich kann heute sogar sagen, eine ganze Stadt kann ein öffentlicher Raum sein. Gerade deswegen ist es für urbane Aktivisten so wichtig, dass es diese Räume gibt. Denn dort können sie etwas machen. Das ist eine gewisse Struktur für die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern. Und so entstehen gerade die Räume für Transformation. So wird man zu einem mündigen Bürger mit einer aktiven Haltung und man ist nicht nur Verbraucher in der Stadt. Damit ich so eine Art von öffentlichem Raum schaffe. Das ist die ewige Frage vom Huhn und Ei. Was war früher da? Ich glaube, ich bin doch Soziologin, nicht nur Aktivistin und wahrscheinlich deswegen bin ich der Meinung, dass alles mit den Menschen beginnt und alles von Menschen ausgeht. Wir beobachten tatsächlich seit einigen Jahren einen gewissen Boom des Urban Activism. Meine Kollegen und ich, mit denen wir darüber sprechen, mit denen wir selbst was veranstalten, wir bezeichnen das als neuer urbaner Aktivismus. Und dieser neue Aktivismus unterscheidet sich vom üblichen Aktivismus, also von dem, was wir in der Regel meinen, wenn wir dieses Wort aussprechen. Wir wissen ja, es gibt Protestaktivismus, das ist in Russland sehr stark ausgeprägt. Es gibt politischen Aktivismus und das ist ein neuer urbaner Aktivismus. Er ist vor allem von jungen Leuten gemacht. Das sind junge Menschen, die enttäuscht sind von Wahlen, von repräsentativer Demokratie und wahrscheinlich auch von gescheiterten Kommunalwahlen in St. Petersburg. Wahrscheinlich war das der Impuls für diese jungen Menschen, selbst zu handeln. Diese Menschen leiten diese Bewegung und sie bearbeiten die öffentlichen Räume in der Stadt. Sie versuchen, ihr Recht auf die eigene Stadt wieder in Anspruch zu nehmen. Darüber kann ich noch später berichten. Konkreteres Projekt an und damit, Daria Fedotova, komme ich zu Ihnen. Dirlay Sam, wenn ich richtig informiert bin, ist im Jahre 2010 gegründet worden und um diese Bewegung herum haben sich sehr viele unterschiedliche Gruppierungen gebildet und tatsächlich auch Personen aus ganz unterschiedlichen, mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, also auch mit unterschiedlichen Professionen. Und ein schönes Beispiel eigentlich für so eine Zusammenarbeit ist ein Manifest, das im Jahr 2012, glaube ich, geschrieben wurde, das Manifesto Moskau 2020. Das war die Antwort von Architekten, von Aktivisten, Soziologen, die reagiert haben auf einen Generalplan zur Stadtentwicklung in Moskau. Und ihr wesentlicher Vorwurf war offensichtlich, dass sie gesagt haben, dieser Generalplan nimmt eigentlich wesentliche Probleme, die die Stadt Moskau hat, nicht wahr. Daria Fedotova, können Sie ein bisschen was dazu sagen, welche Themen oder Probleme nach Meinung der Aktivisten von offizieller Seite ignoriert werden? Die Geschichte, die Sie jetzt erzählt haben, passierte tatsächlich 2012. Das war der Beginn
des Forums für Stadtinitiativen Mach selbst, Dzielaj sam. Ich möchte kurz vorweggreifen, jetzt gibt es das nicht mehr. Das hat sich aufgelöst. Und diese Organisation, dieses Fundament für unser Team, existiert nicht mehr. Denn irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, dass das nicht funktioniert. Und viele Ideen, von denen wir noch 2012 glaubten, dass sie wirklich ein Potenzial haben, das war ein bisschen naiv, das war utopisch. Jetzt kann ich, glaube ich, detailliert nicht mehr so gut beschreiben, Manifesto 2020. Ich wurde in dieses Team eingeladen von einer anderen Mitstreiterin, Tatjana Cestina. Sie war eine Umweltaktivistin. Und warum fand ich dieses Projekt interessant? Warum wollte ich mitmachen? Ich würde sagen, ich wollte immer die Stadt nicht verbrauchen, sondern ich wollte in der Stadt wohnen, als jemand, der diese Stadt auch verändern kann. Dieses Manifesto war ein langer und sehr sachlicher Text. Dort gab es einzelne Punkte, die, glaube ich, für jede Stadt gelten können. Zum Beispiel, Moskau braucht mehr Grünflächen. In Moskau muss der Müll getrennt werden. Moskau braucht mehr öffentliche Räume. Ich kann jetzt keine Details Ihnen nennen, aber auf jeden Fall wollten wir damit Moskau zu einer Stadt machen, wo man gerne wohnt. Und das alles fiel auch zeitlich sehr gut zusammen. Ich dachte, gut, das passt und da kann man auch viel machen. Man kann sich engagieren. Ich wollte auch mich persönlich da einbringen. Ich mochte in diesem Projekt auch, dass wir nicht gegen etwas waren, sondern für etwas. Wir hatten eine positive Agenda und jedes Mitglied im Team konnte in dieser Agenda etwas für sich finden, in diesem großen allgemeinen Text. Jeder hatte da was für sich. In meinem Fall war das die Umweltthematik. Zum Beispiel eben Mülltrennung oder Altpapiersammlung in städtischen Parks. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Jeder hat da seinen Part gefunden. Im Rahmen dieses Marathons, das nannte sich Marathon der städtischen Handlungen, eine Woche lang. Und die Menschen machten gern mit. Die Menschen veranstalteten verschiedene Events in verschiedenen Stadtbezirken. Das waren Aktionen, die darauf abzielten, ein gewisses Problem zu lösen. Zum Beispiel Müllsammelstelle oder ich machte eben Altpapiersammeln. Das war für mich etwas Greifbares und das wollte ich mitmachen. Ich verstand es. Und das änderte auch meinen Ansatz. Ich wusste, was ich damit erreichen wollte. Ich wusste, wo das Problem lag und wie dieses Problem verändert werden konnte. Deswegen war das für mich auch spannend zu planen. Das Marathon hat mir geholfen, das zu machen. Selbst in einer Struktur der Stadtverwaltung kann man nicht immer die eigene Idee verwirklichen. Ich war zeitlang in der Stadtverwaltung für Kultur tätig. Das geht einfach nicht. Es gibt nur tausend Gründe, warum es eben nicht geht. Und schließlich resigniert man. Schließlich ist man nur ein Rädchen im großen Mechanismus. Und hier an diesem Projekt sah ich etwas ganz anderes. Wir besprechen etwas und dann machen wir es halt. Und wir sehen die Ergebnisse. Was Ihnen Sie haben gerade gesagt, was Ihnen eigentlich so gut funktioniert? Ja, okay, super. Sie haben eben gesagt, was Ihnen so gut gefällt an diesen Möglichkeiten, die eine Organisation wie Dzielaj sam oder das ganze Umfeld bietet, ist, nicht nur gegen etwas, sondern auch für etwas zu sein. Und vielleicht ist es interessant, und das wäre eigentlich auch eine Frage, die wir auch mit Ihnen allen später noch diskutieren können. Was ist denn dann eigentlich das Selbstverständnis von einer Organisation wie Dzielaj sam? Sehen Sie sich vor allen Dingen als einen Gegentrend zu etablierter Stadtentwicklung, sagen wir? Oder würden Sie sich auch durchaus verstehen als ein ergänzendes Moment? Was ist das Selbstverständnis von Initiativen rund um Dzielaj sam? Ich sage das alles immer in Vergangenheit. Das hat es früher einmal gegeben. Das gibt es heute nicht mehr. Damals setzten wir uns nicht gegen etwas ein, sondern für etwas. Und wir formulierten Ideen, die wir in der Stadt umsetzen wollten, und wir setzten sie auch um. Was ich jetzt mache, das muss ich vielleicht kurz kommentieren. Ich mache in Moskau einen unabhängigen kulturellen Raum. Das nennt sich Dzielaj Kulturu, DK, Mach Kultur. Das ist bereits ein anderes Projekt, aber dieses Projekt hat einige Teile der Philosophie aus Dzielaj sam geerbt. Unsere Diskussion fing ja mit öffentlichen Räumen an. Es gibt ein großes Problem damit in Moskau. Es gibt diese und es gibt die auch nicht.
Es gibt viele Parks in der Stadt und es gibt da auch noch gewisse städtische offizielle Projekte. Aber man kann da so gut wie gar nichts machen als verbrauchen. Man kann nur Verbraucher sein. Du kannst nicht da einfach in den Park gehen und irgendein Konzert veranstalten. Oder du kannst nicht etwas veranstalten für politische Häftlinge. Das ist überhaupt nicht denkbar. Und wir wollten gerade etwas machen. Wir wollten einen Raum für so etwas in Moskau gründen. Und das ist auch entstanden. DK. Делай культуру. Das ist ein unabhängiger Raum, wo wir kostenlos verschiedene Initiativen von unten aufnehmen. Das sind meistens Menschen, die keine Miete zahlen können oder sie dürfen aus den Gründen der Zensur in offiziellen Räumlichkeiten nicht ihre Veranstaltungen durchführen. Das hatten wir auch öfter erlebt oder wir mussten sehr viel Geld zahlen. Und deswegen haben wir DK gegründet, um in solchen Situationen helfen zu können oder auch selber was dort zu veranstalten. Das, was wir jetzt machen, meine Kollegin und ich, wir machen eine Alternative dazu, was es heute in der Stadt bereits gibt. Wir sehen in dieser Stadt keinen Platz für uns. In traditionellen Kulturhäusern oder Event Spaces ist es gar nicht möglich, so eine Konferenz zu veranstalten. In der Stadt, einfach auf der Straße, geht es auch nicht. Wir wollen einen Raum für uns und mit diesem Raum können wir etwas beeinflussen oder etwas Neues machen. Es ist wichtig, die eigenen Ideen umzusetzen, die Ideen darüber, wie die Stadt, wie Moskau, wie die Stadt Kultur sein können. Kommen wir jetzt mal von der städtischen Kultur zum städtischen Müll und damit zu Ihnen, Julia Bajemskaya. Die Organisation Stop Wybros beschäftigt sich ja eigentlich wirklich mit einem ganz zentralen Gebiet von Stadtverwaltung. Also wie gehe ich mit Müll um, Müllentsorgung, Müllrecycling. Das sind ja wirklich sehr konkrete und wichtige Aufgaben von Stadtverwaltung. Und das Spannende ist, viele hier werden es auch mitbekommen haben, seit 2 Jahren gibt es sehr große Proteste im Moskauer Umland. Aber nicht nur Moskauer Umland, sondern auch weit über Moskau hinaus von sehr unterschiedlichen Initiativen, die sagen, uns reicht es, wir werden hier vom Müll quasi zugeschüttet, so können wir nicht mehr leben. Das Spannende an diesen Initiativen ist, dass sie wirklich auch Personen, die sich eigentlich politisch so nicht bisher aktiv beteiligt haben, auf die Straße bringen und dass sie durchaus auch lokale Abgeordnete auf die Straßen bringen. Das heißt, dieses Thema Müll scheint offensichtlich Personen mit einem ganz unterschiedlichen Hintergrund zu vereinen. Und das Interessante ist natürlich auch, durch Ihre längere Arbeit jetzt schon haben Sie auch wirklich Expertise gewonnen. Ich denke, es geht hier nicht nur um einen Protest, sondern es geht um eine Bewegung, die tatsächlich sehr viel Expertise sammelt. Und deswegen ist es natürlich schon interessant zu sehen, wie werden Sie jetzt auf lokaler Ebene wahrgenommen? Gibt es inzwischen ein Interesse von der Lokalverwaltung mit Organisationen wie Stop Wybros zusammenzuarbeiten? Dankeschön für diese Vorstellung und für die ausführliche Erzählung über unsere Bewegung und über unsere Initiative. Stop Wybros ist in der Tat bereits 2 Jahre alt. Wir sind nicht offiziell eingetragen. Das ist eine reine Bewegung der Menschen. Die Menschen haben sich selbst organisiert. Am Anfang war das nur im Osten und Südosten der Stadt Moskau und des Moskauer Umlandes. Aber wir hatten damals gleich beschlossen, dass wir etwas Positives bewirken müssen. Wir müssen nicht zerstören, sondern etwas Kreatives machen. Unsere Parole war, wir sind eine Bewegung für reine Luft, für saubere Luft. Wir wollen saubere Luft atmen und das steht auch in allen unseren Profilen im Social Web. Stop Wybros, das ist Moskau und Moskauer Umland zusammen. Das sind in Russland 2 verschiedene Bundesländer und wir setzen uns alle für die saubere Luft ein. Wir sind da für ein komplexes Herangehen an dieses Problem. Jetzt, beinahe 2 oder 1,5 Jahre später, kommen wir zum Schluss, oder dieser Schluss, zu diesem Schluss sind wir viel früher gekommen, aber jetzt sind wir überzeugt, dass es wirklich notwendig ist. Alle Menschen auf der Erde, alle Menschen in Russland und auf dem Planeten müssen saubere Luft haben. Sie haben es verdient. Sauberes Wasser, sichere Lebensmittel, saubere Nahrung, Luft, das ist unser Recht auf saubere Umwelt. Und deswegen
erscheint mir ganz logisch, dass wir im März mit Unterstützung einiger anderer Initiativen, die mit uns zusammengearbeitet hatten, das sind über 60 verschiedene Gruppen und Initiativen und Projekte, nicht nur aus der Moskauer Region, sondern auch ganz Russland, Nachotka, Archangelsk, Chelyabinsk, Kasan und viele andere Städte und Regionen. Das waren mehrere Initiativen vor Ort. Also wir haben uns damals versammelt und wir verstanden, Stop Vybras allein reicht nicht aus, um diese ganze Tätigkeit zu bündeln, um Erfahrungen auszutauschen. Deswegen haben wir Ekologika gegründet, eine neue Bewegung. Für uns ist es eine überregionale Ebene. Es gibt viele Veröffentlichungen zum Thema Müllentsorgung, und zwar in allen möglichen Medien, in regionalen, aber auch in föderalen. Es gibt auch offizielle Informationen dazu, und zwar nicht nur in den oppositionellen Medien, sondern auch in den staatlichen Medien. Es gibt Presseerklärungen im Beirat für Menschenrechte, am Präsidenten der Russischen Föderation, in der Gesellschaftskammer wird darüber gesprochen, und zwar in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Das Thema Müllentsorgung und Umweltschutz wird immer größer in Russland. Es gibt diese Bewegung Mülltrennung, und das gibt es seit langer Zeit bereits in Moskau, in St. Petersburg, in anderen Großstädten Russlands. Dann gibt es einzelne Aktivisten und Aktivistinnen, die auch ohne jegliche Bewegungen oder Organisationen eigene Veranstaltungen organisieren und die Mülltrennung so fördern. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das alles zu vereinen. Wichtig dabei ist, dass wir so eine Informationsplattform geschaffen haben, wo alle Maßnahmen und Veranstaltungen in Sachen Umwelt einen Platz finden können. Jeder Mensch, der sich damit beschäftigt, kann eine entsprechende Nachricht dort veröffentlichen, über eigene Veranstaltung oder Initiative erzählen oder über eigene Situationen in eigener Region im Bereich Umwelt erzählen. Und die Aufmerksamkeit der regionalen und föderalen Regierung auf sich lenken. Wir wissen ganz genau, dass wir gelesen werden, dass die Beamte uns lesen. Das Thema wird offensichtlich aufgegriffen. Das heißt, auf lokaler Ebene ist es ohnehin so, dass die Stadtverwaltung, auch die lokale Politik versteht, sie kommt um dieses Thema nicht herum. Es ist und sieht sich selbst zum Teil ja auch als Opfer dieser Müllpolitik. Das Interessante ist, es wird ja auch auf föderaler Ebene, das haben Sie eben gesagt, wahrgenommen. Und im Grunde genommen kommt auch die Präsidialadministration und die Duma nicht darum herum, sich mit einem Thema wie dem Müll zu beschäftigen. Die Frage ist, nehmen diese Verwaltungen und politischen Institutionen, nehmen die eine Organisation wie Stop Vybras oder Ekologika wahr als ein Medium oder eine Institution, als ein Mittler, über den sie mit der Bevölkerung über dieses Problem sprechen können? Ja, die Sache ist die, dass, ja, natürlich ist es für die Regierung immer bequemer, mit jemandem zu sprechen, den man sieht, mit einer Gruppe, die irgendwelche Interessen vertritt, mit einem Vermittler. Aber ich würde uns nicht als so eine Organisation bezeichnen. Ich glaube nicht, dass wir Interessensvertreter für die Mehrheit der Moskauer Bürger sind oder Russen sind. Ja, wir sind ziemlich groß geworden. Wir haben jetzt 30.000 Abonnenten oder so, also Menschen, die ständig uns lesen. Die gibt es 30.000 mittlerweile. Menschen fragen Informationen an. Was machen wir, wenn wir hier eine Mülldeponie haben oder sonst irgendwas? Sie fragen uns, weil sie denken, dass wir irgendwelche Strukturen vertreten, die diese Probleme lösen können, weil Menschen sehr oft keine andere Anlaufstelle haben. Die Regierung muss uns deswegen beachten, weil man uns hört. Es gibt bestimmte Hebel
im Bereich Medien, die wir nutzen können. Ja, die Regierung sieht sich eher gezwungen, mit uns zu sprechen. Und sie tun das auch. Sie laden uns ein zu verschiedenen Veranstaltungen. Wir stellen da brisante Fragen. Aber wenn man uns einlädt, da fragt man uns auch nicht, im Namen der Organisation zu sprechen, sondern als Bürgerin. Man fragt eine brisante Frage zum Beispiel. Und dann stellt man sich dumm, zum Beispiel als Beamter. Es gab vor kurzem eine Veranstaltung über die Luft in Moskau. Die Luft ist sehr verschmutzt in Moskau. Das ist wirklich schrecklich. Es gibt viele Kennzeilen dafür, für Umweltmonitoren zum Beispiel, offizielle Daten. Und da ist das alles ersichtlich. Und bei dieser Veranstaltung wurde gesagt, naja, wissen Sie, wir haben ja keine globalen Probleme. Ja, eigentlich ist alles nicht so schlimm. Und dann nach der Diskussion sehen wir ganz viele Nachrichten in den sozialen Medien, die wir auch posten. Und dann gibt es irgendeinen Artikel, dass die extremalen Überschreitungen nicht fixiert sind. Aber das ist auch etwas Komisches. Ich verstehe auch nicht, was hier extremal ist, wenn alle schon tot sind oder was. Ja, also wie gesagt, man reagiert auf uns, man macht irgendwelche Reports, man macht irgendwelche Berichte, weil wir dieses Problem immer wieder ansprechen. Außerdem haben wir ja ganz viele Experten, die wirklich gut sind und die mit unserer Hilfe auch die Vertreter der Regierung ansprechen kann. Früher hatten sie ja gar keine Stimme. Diese Expertenstimme war nicht präsent. Jetzt ist sie sehr wohl da. Und wir hoffen natürlich, dass diese Information auch weitergetragen wird. Das Problem besteht ja nicht nur in den Mülldeponien. Die gibt es zahlreich. Ja. Jedes Jahr gibt es also jährlicher Zuwachs von Deponien in Russland ist ungefähr die Fläche von Moskau. So. Und man bietet folgende Lösung an, dass man die Müllverbrennungsanlagen baut, aber nicht so gute wie in Deutschland. Man will nicht den Müll trennen zum Beispiel. Man möchte einfach alles verbrennen, aber auch mit schlechten Kennzeilen. Natürlich, solche Lösungen sind nicht akzeptabel. Und deswegen, ja, wir sehen uns auch als Vermittler für Experten. Darauf hingewiesen, dass Ihre Initiative gar nicht offiziell registriert ist. Das heißt, man kann sagen, es ist so eine Bewegung, eine informelle Bewegung, die aber offensichtlich sehr viel bewegt. Auch hier die Frage nach Ihrem Selbstverständnis. Würden Sie trotzdem sagen, Sie sehen sich auch als Mittler im Grunde genommen zwischen der Bevölkerung auf der einen Seite, die unter diesem Müll wirklich leidet, und administrativen, staatlichen, politischen Strukturen? Würden Sie sagen, das ist eine der Aufgaben Ihrer Bewegung, so eine Mittlerfunktion einzunehmen? Es ist nun so gekommen, dass wir aus so einer Grassroots-Bewegung, klassischen Bewegung von unten, zu diesem Vermittler geworden sind. Ja, es gibt keine anderen Vermittler, deswegen sehen wir uns gezwungen, das zu tun. Ja, ich bin auch damit einverstanden und ich bin auch der Meinung, dass unsere Aufgabe nicht nur darin besteht, dass sie uns irgendwelche Probleme mitteilen und wir veröffentlichen diese Probleme und tragen sie weiter. Und dann haben alle Zugang und die Regierungsvertreter können das alles nachlesen und über die Umweltsituation, die Umweltlage im Bezirk erfahren. Und die Aufgabe ist nicht nur diese. Ja, wir haben eigentlich gar keine Aufgaben gestellt. Wir wollen nur frische Luft haben. Als wir gestartet haben, da waren das nur einzelne Personen. Dann ging das sehr rasch und es entwickelte sich schnell. Und wir haben keine Aufgaben gestellt, von wegen Vermittler sein oder so. Aber jetzt sehen wir, dass unsere Zusammenarbeit, unsere Interaktion untereinander etwas schafft. Wir kämpfen um diese frische Luft und je weiter wir uns entwickeln, je länger unsere Initiative existiert, desto besser kennen wir uns auch aus in allen möglichen zivilgesellschaftlichen Angelegenheiten, auch in theoretischen Grundlagen.
desto besser kennen sich auch die Menschen, die uns lesen, die mit uns zusammenarbeiten, die auch etwas vor Ort bewegen können. Manche von ihnen sind freiwillige, aktive Teilnehmer der Bewegung Stop Vibras oder Ecologica. Manchmal ist uns das auch nicht bekannt, dass jemand uns unterstützt. Aber jemand denkt, dass er das tut und deswegen ist er oder sie auch Aktivist oder Aktivistin und Teil unseres Teams. Und dann kann diese Person zum Beispiel auch weiter etwas machen und mit eigenem Beispiel etwas bewegen, etwas zeigen und eine gewisse Bildungsfunktion übernehmen, indem man den Jugendlichen oder umgekehrt den älteren Menschen erzählt über die Mülltrennung meinetwegen oder etwas anderes. Oder wie Arsène das erzählt hat, über die Wahlen etwas zu erzählen oder als Wahlbeobachter zu arbeiten. Also eigene zivilgesellschaftliche Position zum Zeigen bringen, nicht einfach Müll trennen oder zu genehmigten Kundgebungen kommen. So können Menschen auch Kraft spüren, dass man etwas bewegt, dass man etwas selbstständig tut, etwas schafft, vielleicht auch eigene Initiative gründet. Ich habe auch gesagt, wir haben über 60 Initiativgruppen und das sind nur diejenigen, die bei uns registriert sind. Bei diesem Umweltkongress hatten wir insgesamt 60 Initiativgruppen, aber wir wissen, dass wir von einer weit größeren Anzahl von Menschen gelesen werden und manche gehören keiner Gruppe und jede Gruppe umfasst Tausende von Menschen. In Archangelsk alleine sind das 30.000 Menschen, in Kolomna sind das 11.000 Menschen, das sind nur die Abonnenten. Wenn Sie jetzt zugehört haben, Julia hat beschrieben, wie eigentlich aus so einem ganz konkreten, aus dieser ganz konkreten Beschäftigung mit dem Thema, mit dem Problem Müll, eigentlich ja doch eine gesellschaftspolitische Bewegung entstanden ist. Sie hat auch gesagt, im Grunde genommen leistet die Bewegung auch aufklärerische Arbeit. Sehen Sie, Dirla Esami und Dirla Kulturu beschäftigt sich ja eigentlich mit anderen Themen, geht viel stärker auch in diesen künstlerischen, kulturellen Bereich rein. Sehen Sie trotzdem Parallelen? Sehen Sie Parallelen im Selbstverständnis und sehen Sie Parallelen in der Agenda, die Sie verfolgen? Ich denke, dass wir da ein anderes Thema ansprechen, ob es eigentlich ein allgemeines, gesamtes Agenda gibt bei allen russischen Bewegungen von unten. Ich glaube, diese gemeinsame Tagesordnung gibt es sehr wohl, aber darüber wird nicht gesprochen und das wird so nicht formuliert. Ich glaube, es geht im Allgemeinen um eine gewisse Demokratisierung der Gesellschaft. Bloß jede Gruppe arbeitet in ihrem spezifischen Feld. Die Kolleginnen machen sich zum Beispiel Sorgen um die frische Luft, um die Luftverschmutzung, um die Mülldeponien und sie beschäftigen sich damit und sehen ihre Arbeit damit. Wir machen uns Sorgen, weil wir Zensur haben und weil wir keine Räume in der Stadt ohne Zensur haben. Und wir versuchen, etwas auf diesem Feld zu tun. Und klar haben wir etwas Gemeinsames. Sowohl wir wie auch Stop Vibras sind Grassroots-Initiativen. Und wir beide haben für uns bestimmte Ziele formuliert und diesen Zielen folgen wir in unserer Tätigkeit. Ich möchte es kurz ergänzen. Ich wollte noch was dazu sagen. Wenn wir über die Ähnlichkeiten sprechen, so kann man hier auf jeden Fall Folgendes erwähnen. Wir sind auch befreundet mit Tatjana Chestina. Das ist eine andere Organisation, die sich mit der Umwelt beschäftigt, sowohl in Moskau wie auch in Russland. Das ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die offiziell registriert ist und sie führt verschiedene
Veranstaltungen mit Unterstützung der Moskauer Stadtverwaltung und der Moskauer Wirtschaft durch. Und viele Aktivisten und Aktivistinnen in Moskau zumindest oder in der Moskauer Region, aber eigentlich auch in Russland, sie alle bewegen sich in einem gewissen gemeinsamen Raum, sei es nun virtuell oder vielleicht im Internet, nicht immer in einem gemeinsamen Raum in der Realität. Aber die Handlungen vereinen uns auch. Ja, ich glaube, Sie haben das auch deswegen so gefragt, weil ich am Anfang erzählt habe, dass es Initiativen für und Initiativen dagegen gibt. In dieser Hinsicht unterscheiden wir uns vielleicht etwas von einem Projekt, das zum Beispiel gegen Foltern gerichtet ist oder gegen Korruption. Das sind Projekte, die gegen etwas gerichtet sind, die einen Feind, eine gefährliche Erscheinung bekämpfen wollen. Und sobald dieser Feind oder diese Erscheinung weg sind, was passiert dann? Ich glaube, Projekte aus beiden Gründen sind notwendig. Bloß unser Bereich ist eher so. Wir möchten etwas Positives erzählen, was wir uns ja geplant haben. Das wollen wir erreichen. Ich wollte vielleicht die Gemeinsamkeiten des Aktivismus aufzählen. Und ich glaube, beide Initiativen haben viel Gemeinsames. Also neuer Aktivismus ist immer auf Werte und auf Pragmatik ausgerichtet. Man möchte konkrete Ziele erreichen und die beruhen sich auf ganz konkreten Werten. Und die Stadt in weitem Sinne des Wortes, das ist nicht nur die Stadt, sondern auch die Umwelt, die sozialen Gruppen und das ist etwas sehr Breites. Die neuen Aktivisten haben die Gegeninitiativen in die Pro-Initiativen umgewandelt. Indem sie protestieren, sind sie eigentlich immer für etwas und nicht nur gegen etwas. Diese neuen Aktivisten und Aktivistinnen sind immer leicht drauf. Sie wenden die sogenannten Soft Skills, Soft Methoden. Das ist etwas Spielerisches, das ist etwas Einladendes. Schauen Sie sich Ihre Werbung an oder Instagram-Accounts. Sie sind deswegen immer sehr reizvoll und attraktiv für eine große Anzahl von Menschen, die auch in dieser Stadt wohnen und auch saubere Luft oder sauberes Wasser genießen wollen oder Zugang zum Wasser genießen wollen. Diese neuen Aktivisten und Aktivistinnen schaffen kaum oder gründen kaum Organisationen, denn dadurch wird man erschwert. Sie machen immer verschiedene Projekte und arbeiten nach Projektvorhaben. Wie Sie gesagt haben, Sie haben ganz schnell viele Gleichgesinnten für Ihre Projekte gefunden. Dass wir es tatsächlich inzwischen mit wesentlich informelleren Strukturen zu tun haben als früher, aber vorher möchte ich Viktoria noch das Wort geben, bitte. Ja, ich wollte auch über diese Informalität sprechen. Man ist dann viel mobiler, wenn man das verwendet. Und wie Daria auch gesagt hat, wir schaffen unsere Räume, weil wir in anderen Räumen Zensur haben. Und das bringt uns auch zusammen. Zum Thema Umwelt gibt es auch Zensur in den meisten Medien in Russland. Und das ist schlechthin unmöglich, in großen Medien einfach eine Kundgebung eine Nachricht über eine Kundgebung zu veröffentlichen. Und wir sind so ein Medium, was eine gute Ergänzung für alle bestehenden Medien sind in dieser Hinsicht. Wir haben in dieser Hinsicht unser eigenes Feld geschafft. Uns geht es auch ein bisschen um die Frage, haben wir es jetzt hier mit einer Modernisierung von unten zu tun? Und wenn wir von Modernisierung sprechen, würde es ja bedeuten, wir haben irgendwie auch eine neue Qualität von gesellschaftlichem Engagement.
Und ich möchte tatsächlich jetzt nochmal auf diesen Aspekt zurückkommen, den ich sehr interessant finde, dass wir es immer stärker mit informellen Strukturen zu tun haben. Anfang der 90er Jahre haben sich in Russland viele NGOs gegründet, sehr stark auch unterstützt von westlichen Förderern, unterstützt einmal tatsächlich mit Know-how, natürlich auch mit Finanzen. Die meisten von Ihnen wissen, dass es gerade im Bereich der finanziellen Unterstützung inzwischen immer schwieriger wird durch diese NGO-Gesetzgebung in Russland, die es den Organisationen im Land sehr schwer macht, Gelder von außen entgegenzunehmen. Der ehemalige Leiter des Böll-Büros in Moskau, Jens Siegert, hat in einem Artikel gesagt, das Interessante ist, man stellt fest, das bedeutet in keiner Weise, dass die Aktivitäten jetzt eingestellt werden oder weniger werden. Und er hat einen ganz interessanten Vergleich gemacht und gesagt, dass wir es eigentlich mit zwei gegenläufigen Bewegungen zu tun haben, wenn wir uns die Entwicklungen in Deutschland und in Russland anschauen. Er brachte das Beispiel der Bürgerinitiativen aus den 70er Jahren. Und Privo. Einige von Ihnen kennen Sie noch aus der Zeit, andere haben von Ihnen gehört. Das heißt, damit begann eigentlich viel auch gesellschaftliches Engagement in Deutschland, in diesen eher informellen Netzwerken von Bürgerinitiativen, aus denen sich dann in den 80er und 90er Jahren hier in Deutschland auch sehr professionelle NGOs gebildet haben, die heute auch eine ganz wichtige Arbeit hier leisten. Jens Siegert behauptet, in Russland könne man eigentlich in gewisser Weise eine umgekehrte Entwicklung sehen. Also wir fingen an Sie fingen an in den 90er Jahren mit tatsächlich relativ formalisierten NGOs. Und jetzt stellen wir fest, gibt es eine breitere Bewegung, die eher informell unterwegs ist. Lilia Warankova, gerade als Soziologin, stimmen Sie dieser Einschätzung zu? Würden Sie sagen, das ist für Russland gesehen eine richtige Beobachtung? Ich bin selber Mitglied in mehreren Vereinen, die auf Papier nicht existieren. Die Parole heißt, wir sind nicht da, das heißt, man kann uns nicht vernichten. Jetzt macht es in der Tat keinen Sinn, den Verein einzutragen oder eintragen zu lassen. Denn wenn man eingetragener Verein ist, dann ist man sofort in Gefahr und man kann auch Maßnahmen gegen einen e.V. ergreifen. Solche Verbindungen, die informellen Organisationen existieren meistens im Internet. Die Kommunikationskanäle sind im Social Web und für diese Bewegungen ist es sehr einfach, die Größe zu verändern. Sie werden mal kleiner, mal größer. Das ist eine sehr flexible Masse, sehr postmodernistisch. Die Gesellschaft selbst ist sehr flexibel und fließt immer und das entspricht auch diesem Trend. Auch die Organisationen, die erfolgreich sein wollen, müssen genauso flexibel sein. Wenn man schwere Strukturen hat, kann man das nicht mehr sein. Sie sind nicht mehr aktuell. Man kann auch weiterhin Projekte machen, ohne dass man offiziell eingetragen ist. Die Menschen finden schon den Weg, wie sie dieses Problem lösen. Da möchte ich noch ergänzen, heute gibt es auch verschiedene Wege. Wir machen keine Meetings mehr, sondern Festivals. Die neuen Aktivistinnen und Aktivisten, sie haben diese Logik eigentlich kopfübergestellt. Man verabschiedet sich immer mehr von diesen Strukturen, von den alten postmodernistischen Strukturen und man erfindet etwas Neues. Etwas, was wirklich querdenkerisch ist. Weil es ist offensichtlich und ist auch gerade im letzten Panel ja auch aus dem Publikum noch mal ganz stark gemacht worden. Wir haben es natürlich mit einem System in Russland zu tun, in dem ein sehr starker politischer Druck ausgeübt wird. Und wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, auch die finanzielle Situation ist schwierig für NGOs. Würden Sie denn dann trotzdem sagen, das, was Sie im Augenblick beobachten, ist vielleicht auch so eine Art Prozess von Mündigwerdung oder Emanzipierung der Gesellschaft, trotz dieses starken Drucks oder gerade als Reaktion auf diesen Druck? Nun wissen Sie, es gibt noch eine Besonderheit des modernen Aktivismus. Das habe ich noch nicht erwähnt. Man ist offen für einen Dialog. Man will den Dialog. Das sind hochgebildete Menschen. Und diese Menschen lassen sich stets fortbilden. Sie werden immer professioneller, sie lernen immer und sie verstehen. Wenn man Erfolg haben will, wenn man die eigenen Projekte und Ideen umsetzen will, da sind ja werteorientierte Menschen, dann
muss man schon was dafür tun. Die Stadt ist ein komplexes System, das verstehen Sie auch. Und Sie sind nicht allein in diesem System. Es gibt Behörden, es gibt Großunternehmen, es gibt Wirtschaft, es gibt Menschen, die andere Interessen vertreten. Die Aktivisten haben dann Erfolg, wenn sie all diese Sprachen sprechen können, wenn sie mit all diesen Gruppen kommunizieren können. Und sie sind sehr lernfähig. Manche lassen sich sogar in Behörden einstellen, um zu verstehen, wie das System im Inneren funktioniert. Manche nehmen eine Stelle in der Wirtschaft an, um dieses System zu verstehen, und dann kommen sie zurück mit diesem Wissen. Und natürlich können sie diese Ideen einfacher umsetzen. So sehen sie im Dialog miteinander, und dieser Dialog ist ja gerade die treibende Kraft. Wir sehen zum Beispiel, dass auch die Behörden darauf sehr positiv reagieren. Es gibt sogar neue Schritte, zum Beispiel, ist das ein Gesetz oder nee, das ist kein Gesetz, wie heißt das denn richtig? Auf jeden Fall irgendein Konzept, ein komfortables Wohnmilieu. Das bedeutet, dass alle Raumerschließungsprojekte auch diskutiert werden müssen. Man muss die Bürgerinnen und Bürger befragen. Der Staat oder die Behörden wissen, dass man sowas machen kann. Sie wissen noch nicht genau, welche Mechanismen es heute gibt. Mechanismen der Inklusion. Das Wort haben sie inzwischen gelernt, aber sie verstehen noch nicht wirklich, wie Inklusion funktioniert. Aber die Aktivisten arbeiten jetzt gerade daran, dass diese Mechanismen der Inklusion auch funktionieren, dass die Teilhabe funktioniert. Und sie lassen sich auf diesen Dialog ein. Das ist natürlich interessant, weil das würde in der Tat bedeuten, dass durch diese Vielfältigkeit von Initiativen, die es jetzt gibt, sich tatsächlich doch etwas ändert im Verhältnis von Staat und Gesellschaft. Vielleicht können wir das auch gleich in der Diskussion noch mal ein bisschen vertiefen. Bevor ich öffne für das Publikum, würde ich trotzdem noch einmal zurückkommen zu der Studie, an der Sie sich beteiligt haben. Im Rahmen von dem Programm Claiming the Public Space haben Sie Initiativen in Petersburg und Berlin vergleichend untersucht. Ich glaube, die Studie läuft noch. Es wäre trotzdem spannend, von Ihnen zu hören, ob überhaupt und wenn, wo Sie Unterschiede bei diesen Initiativen sehen. Es gibt beides. Es gibt Ähnlichkeiten und es gibt Differenzen. Es gibt Unterschiede. Alek Butschikow und ich, wir haben einen Artikel veröffentlicht, dass wir in St. Petersburg eher dieses Abtasten des Weges beobachten können. Man versucht nur noch den Weg zu finden, sehr punktuell, in einzelnen Bereichen der Stadt. Vielleicht wird etwas Größeres daraus entstehen. Aber sie verstehen sich selbst bereits als eine Klasse für sich. Frei zitiert nach Karl Marx. In Deutschland hat man diesen Weg schon hinter sich. Der Aktivismus ist die eher strategische Natur. Auf der anderen Seite, wir können in beiden Städten beobachten, dass es ein gewisses Misstrauen gibt gegenüber der repräsentativen Demokratie, gegenüber den Behörden und der Öffentlichkeit, den öffentlichen Stellen. Man will selber mitmachen, man will selbst entscheiden, was mit der eigenen Stadt passiert. Und was da wirklich beeindruckt, ist diese Tempelhof-Bewegung, die Initiative Tempelhof gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes. Die Menschen, egal welcher Partei sie angehören oder welche Partei sie unterstützen, wo sie politisch stehen, die Menschen haben sich vereint. Und sehr viele Menschen haben sich während des Volksentscheides für die oder gegen die Bebauung geäußert, weil für sie dieses große Tempelhofer Feld ein Wert für sich war. Das Wertvolle des städtischen Raumes war viel größer als meine politische Zugehörigkeit. Arsen sagte das ja auch selbst. Egal, ob das orthodoxe Russen sind oder Muslime, sie gehen alle auf die Straße, weil sie gegen die Bebauung des Parks protestieren wollen oder gegen die Kirche protestieren wollen. Für sie ist das Grüne wichtiger. Für sie ist es auch ein Wert. In St. Petersburg sehen wir auch, dass Menschen unterschiedlicher Ansichten sich einigen und sich für etwas einsetzen. Jetzt zum Beispiel haben wir gerade eine Fallstudie, der Smolenska Park. Da gibt es auch ein Problem mit diesem Park und da haben sich viele Aktivisten, viele Politiker, viele Geschäftsleute zusammengeschlossen, denn ihnen ist es auch nicht egal, in welcher Stadt sie wohnen. Stadt als Potenzial, Stadt als etwas Wertvolles. Diese Stadt kann die Menschen wirklich umwandeln oder die Stadt kann Plattform werden.
Politik im griechischen Sinne des Wortes, für direkte Demokratie. Gibt es Fragen aus dem Publikum, Kommentare? Ja? Haben wir ein Mikro? Super. Und wir sammeln. Und wie schon mein Vorredner Jonas Voswinkel sagte, bitte kurze Kommentare oder beziehungsweise Fragen, damit viele zu Wort kommen. Меня зовут Ольга. Olga ist mein Name, Echo Moskvi. Jetzt bin ich zeitweilig bei der Deutschen Welle in Bonn. Wir haben gerade jetzt gehört, wie die Menschen gegen etwas Gutes demonstriert haben im letzten Panel. Sind Sie auch darauf gestoßen? Haben Sie die Erfahrung auch gemacht? Denn in unserer Gesellschaft ist es diese Mentalität ja sehr stark. Ich will damit nichts Gemeinsames haben, not in my backyard. Ich will da gar nichts zu tun haben damit. Und viele gehen Sie dagegen vor. Viele überleben dieses Stadium, viele eben nicht. Guten Abend, Alesse Lockmann ist mein Name. Ich habe eine sehr konkrete Frage. Vor allem muss ich sagen, dass ich einen sehr hohen Respekt davor habe, was Sie in Russland machen. Sie müssen es wahrscheinlich wissen. Es gibt ja die Stadt Sarajsk bei Moskau. Vor einem Monat wurde in Sarajsk die erste Mülltrennungsanlage im Moskau-Umland eröffnet. Das System funktioniert nun nicht wirklich. Deswegen ist daraus eine richtige Deponie geworden aus dieser Mülltrennungsanlage. Und da gibt es eine Bürgerbewegung. Sie stehen mittlerweile vor Gericht. Sie müssen eine Geldstrafe zahlen, weil sie eine ungenehmigte Kundgebung durchgeführt haben. Sie wollten den Gouverneur des Moskau-Umlandes des Amtes entheben. Auch dafür mussten sie sich vor Gericht verantworten. Der Sinn der Sache ist, und was halten Sie überhaupt davon? Das ist in Russland ein doppelschneidiges Schwert. Die Behörden versuchen auf der anderen Seite die Mülltrennung durchzusetzen oder zu organisieren, ohne irgendeine praktische Erfahrung oder Kenntnisse darüber zu haben, wie das denn funktioniert. Wir haben nicht mal richtige Ingenieure, die diesen Gegenstand beherrschen. Sie wissen nicht, wie man, sage ich mal, Batterien vom Biomüll trennt. Und zur selben Zeit sehen wir in der Stadt was anderes. Die Mülltrennungsanlage ist da und jetzt gibt es eine Zuwendung des russischen Präsidenten zum Beispiel für öffentliche Räume in der Stadt Sarajsk. Der Bürgermeister ist jetzt nicht mehr im Amt. Er steht auch vor Gericht wegen Betrug und wegen Veruntreuung. Er sagte, gut, jetzt haben wir eine Mülltrennungs- oder Müllverbrennungsanlage. Wir wollen mit dieser Zuwendung doch einen schönen städtischen Platz machen. Da ist nichts geworden. Circa 2 Millionen Rubel wurden dafür gemacht, dass an der Stadteinfahrt irgendeine Stele aus Stein steht mit dem Stadtnamen drauf. Und mehr nichts. Man hat da vielleicht ein kleines Blumenbeete gemacht und mehr nichts. Am 4. November, das war ein Feiertag in Russland, hat sich die Stadt plötzlich als eine Stadt thematisiert, die Moskau gegen das Tatarenjoch verteidigt hat. Man hörte, ja, sie sind doch eine so kleine Stadt, sie haben nichts außer Kultur und dabei gab es kein einziges Festival in der Stadt. Was kann die Stadt in so einer Lage machen? So. Okay, dann ja bitte zuerst und dann Walter Kaufmann. Alles klar, danke. Also erste Frage ist an... Wenn Sie bitte ins Mikrofon sprechen. Erste Frage ist an Julia und Viktoria. Und zwar, в Европе собираются запретить... In Europa will man in 3 Jahren verbieten, dass man Plastikverpackungen anwendet, kleine Plastiktüten, all das, was Teil dieses globalen Plastikproblems ist. Sehr oft landet das nicht in der Mülltonne und. Was glauben Sie, ist das auch in Russland möglich? Und meine zweite Frage, auf der Krim haben wir schon Mülltrennung oder wir haben getrennte Mülltonnen zum Beispiel, aber die Menschen, die Öffentlichkeit wollen da nicht wirklich mitmachen, sie reagieren nicht darauf. Sie wollen sich keine Gedanken darüber machen, was wohin gehört, was in welche Tonne geht. Und noch eine Frage an Dalia. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, in Berlin gibt es ein Projekt alternative Kunstausstellungen aus Vandalism und ähnliche. Das ist auch mit der Initiative Claim Your Public Space verbunden.
oder alternative Festivale für Künstlerinnen und Künstler, für Tänzer. Ist das auch in Russland denkbar? Vielleicht auch auf staatlicher Ebene, auf einer größeren Ebene? Oder beschränkt sich das ausschließlich auf eigene Initiativen? Wird das verfolgt? Wird es verboten? Danke. Geschieht durch diese Initiativen von unten längerfristig eine Modernisierung, dann betrifft es ja auch Verfahren, ja, politische Verfahren, ein Verfahren, wie Entscheidungen getroffen werden, wie sich Dinge verändern. Und eine Ela Panayach hat gesagt, der Staat reagiert immer noch archaisch. Einer der archaischsten Momente, den ich immer erlebe, ist, wenn ich diese vierstündige oder mehr oder noch länger sechsstündigen Bürgerdialog von Präsident Putin mir anschaue. Und dann jemand aus Tomsk sein Wohnungsproblem schildert oder jemand aus Archangelsk sein Müllproblem schildert und der Präsident dann per Telefonanruf, am besten vor laufender Kamera, den dortigen Gouverneur rausschmeißt oder zumindest streng anweist, das Problem sofort zu regeln. Also der Zar, der gute Zar, regelt sozusagen die Arbeit, die die Beamten vor Ort schlecht gemacht haben. Ist das immer noch populär, sozusagen? Wie wird darauf reagiert, auf diese Fernsehshow? Ist das immer noch ein Mittel, sozusagen, wenn es mir doch nur gelingt, irgendwie in die höheren Kreise zu gelangen, am besten in die Fernsehshow des Präsidenten, dann wird sich das Problem schon lösen. Also wie stark ist immer noch dieser Paternalismus verankert? Aber die andere Frage gibt es denn, und das ist eine interessante Frage zu der direkten Demokratie, die ist ja auch bei uns sehr umstritten, ja? Weil es gibt oft auch den Vorwurf, das ist unterkomplex. Ja? Es gibt den Vorwurf, auch zu Tempelhof zum Beispiel, zu sagen, naja, hier haben sich die Wohlstandsbürger ihren Park schön erhalten zum Schaden derjenigen, die dringend neuen Wohnraum, billigen Wohnraum brauchen. Ja, das heißt, sind da wirklich alle Interessensgegensätze ausgehandelt worden? Gibt es irgendwo eine Praxis, wo neue Verfahren ausprobiert werden, um Interessensgegensätze auszuhandeln? Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu der Abschlussrunde und ich würde Sie alle bitten, einfach auf die Fragen zu reagieren, die entweder direkt an Sie gestellt wurden oder zu denen Sie gerne etwas sagen würden. Und Viktoria, wir fangen mit Ihnen an. Dann fange ich mit der letzten Frage an. Oder teilweise vielleicht kann ich das beantworten. Es geht ja ums Vertrauen. Es geht darum, wie man heute auf diese Manipulation, auf diese Fernsehshows reagiert. Leider, und das belegen die jüngsten Umfragen des Levada-Zentrums für öffentliche Meinung, wir haben das im Oktober gelesen, 85% der Probanden informieren sich ausschließlich aus dem Fernsehen, aus den Nachrichten im Fernsehen. Das Vertrauen sinkt. Die genaue Zahl nenne ich jetzt nicht, aber ich glaube, das Vertrauen ist um 30% gesunken, bleibt aber trotzdem noch sehr hoch. Man kann davon ausgehen, dass noch die Hälfte der Gesellschaft der Regierung vertraut. Und da ist es natürlich sehr schwierig, irgendwas zu machen. Denn man sagt ja etwas, was überhaupt nicht mit dem Fernsehen übereinstimmt. In unserem Thema ist es etwas einfacher. Das hat zwar direkt mit dem Fernsehen nichts zu tun, aber immerhin haben wir große Plakate angebracht. Dort steht, Moskau ist eine Stadt, wo die Umwelt in Ordnung ist. Frei übersetzt. Und am nächsten Tag stinkt es plötzlich im Osten von Moskau, weil gerade der Wind von einer Deponie weht. Da braucht man nichts mehr zu erklären. Alles liegt da auf der Hand, was mit der Umwelt in Moskau gerade passiert und ob das mit den Plakaten übereinstimmt oder nicht. Jetzt zu Ihrer Frage. Ja, oder vielleicht komme ich noch auf die Modernisierung zu sprechen. Das war doch Ihre Frage nach der Modernisierung. Ich denke, es ist möglich. Warum denke ich so? Ich selbst komme ja aus den Bewegungen, die in den 90er Jahren entstanden waren. Ich bin schon seit vielen Jahren im Umweltthema unterwegs. Ich war auch in verschiedenen NGOs tätig. Ich weiß noch diese Zeit, wo wir an die Moskau appellierten, eine Demonstration zu besuchen. Und die Moskau reagierten darauf. In Moskau-Umland gab es niemanden, der sowas machen würde.
Und letztes Jahr konnten diese 60 Gruppen sehr schnell eine große Konferenz organisieren. Das ging wirklich schnell, das hat geklappt. Das ist so gut wie 1000 Menschen. Das ist ein Phänomen. Wir haben so etwas in Russland noch nie gesehen. Das muss schon was bedeuten. Das heißt, jetzt ist was im Wandel. Es ist eine gewisse Entwicklung. Und das ist gerade ein Phänomen, der Neuaktivismus. Vielleicht wird das gewisse Früchte bringen. Nun zum Plastikmüll. Genau, Plastikmüll oder Plastikverbote. Es gibt tatsächlich einige Initiativen, die kommen aus der Öffentlichkeit von den Bürgerinnen und Bürgern. Auch von Greenpeace zum Beispiel, die setzen sich dafür ein. Wir unterstützen sie natürlich und wir glauben, dass es auch in Russland geht, zumindest teilweise gewisse Kunststoffe zu verbieten. Zumindest Plastiktüten in Supermärkten können wir wahrscheinlich verbieten. Oder zumindest man wird für sie bezahlen müssen in Supermärkten, wenn man eine Plastiktüte will. Genauso wie bei Ihnen zum Beispiel. Ersatz durch Papiertaschen, das ist keine einfache Frage, denn da ist auch noch die Industrie mit drin. Und die Industrie, die diese Papiere produziert, verschmutzt die Umwelt ja auch ganz schön. Und da habe ich eine Frage, was schlimmer ist, Plastiktüten oder die Papierkombinate. Man könnte in der Tat eigentlich die Baumwolltasche, die Mehrwegtaschen propagieren und dafür werben. Was wollten Sie noch wissen? Ja. Genau, das ist schon eine Frage, die ich sehr oft bekomme. Mülltrennung. Sie haben jetzt die wichtigste These unserer Behörden wiederholt. Die Menschen wollen den Müll nicht trennen, sie werden es nicht machen. Wie trennen Sie oder wie trenne ich, wenn ich schon eine Mülltonne vor dem Haus habe mit zwei Abteilungen, alles trocken und alles nasse? Ich trenne das, aber ich bin mir ziemlich sicher. Wir haben einen großen Wohnkomplex mit 16 Stockwerken. Ich kann wetten, niemand außer mir weiß, was wohin gehört. Ja, da gibt es schon eine Gebrauchsanweisung. Da gibt es ein Hinweisschild. Dieser wurde angebracht, nachdem wir darum gebeten hatten, irgendein Hinweisschild zu bringen. In Deutschland nur Plastik. Was für Plastik, was für Kunststoffe. Jetzt haben wir 4 Tonnen, aber die Menschen können es trotzdem nicht wirklich trennen. Und es steht auch nicht ganz schön geschrieben. Wenn man die Menschen fragt, wie ihre Mülltonne aussieht, welche Farbe sie hat, wird keiner antworten können. Wir müssen also Informationsarbeit machen. Wir müssen den Menschen erzählen, was es bedeutet, was Mülltrennung heißt, wie man Müll richtig trennt. In Moskau muss das eigentlich schon ab dem 01.01.2019 in Kraft treten. Wir wollten auch noch Reaktionen auf die anderen Fragen haben. Julia, bitte. Спасибо. Vielen Dank. Ja, wir mit Hilfe von unseren Medien werben ja auch für die Mülltrennung und gegen Plastik. Wir schreiben sehr viel darüber und wir reden mit der Presse und mit den Medien viel darüber. Auch bei den öffentlichen Veranstaltungen ist das immer ein Thema bei uns. Wir möchten, dass Menschen weniger Plastiktüten verwenden und werben immer dafür. Und wir sehen, dass immer mehr Menschen diese Baumwolle-Mehrwerktaschen verwenden. In Moskau kann man in verschiedenen Kleidungsshops sie zum Beispiel finden. Sie werden sehr aktiv verkauft und das ist wieder ein Trend geworden. Aber was die Mülltrennung anbelangt und Selbstbewusstsein von Menschen, ja, da fehlt noch diese Information. Viele Menschen wissen noch nicht genau, was das ist. Vor kurzem habe ich zum Beispiel mit meiner Freundin gesprochen. Sie reist sehr viel in Russland und auch in der ganzen Welt. Und sie kennen sich wirklich gut aus in diesen internationalen Trends. Und solche Menschen gibt es viele. Es gibt Menschen in Russland, die nicht einfach diese All-Inclusive-Reisen kaufen. Es gibt Menschen, die sehr gerne die Welt sehen wollen. Und wenn sie ins Ausland fahren, dann mieten sie eine Wohnung. Und dann sehen sie, wie normale Menschen im Westen leben. Und dann hörte ich also von dieser Freundin, weißt du, Julia, da habe ich angefangen, Glas von anderen Müllfraktionen zu trennen, weil ich plötzlich verstanden habe, dass ich, wenn ich das tue, mich mehr als Mensch empfinde oder das ist für mich irgendwie menschlicher, nachdem ich das
in Europa gesehen habe. Es ist klar, dass es logisch ist und dass es richtig ist, aber so wie sie das formuliert hat, das klang so emotionell. Sie sagte, ich fühle mich mehr Mensch, wenn ich über die Umwelt, um die Umwelt mich kümmere, wenn ich denke, dass ich tatsächlich etwas Gutes für meine Gesellschaft, für mein Land und für meinen Planeten tue. Ich glaube, dieser Gedanke ist äußerst wichtig und die Tatsache, dass unsere Regierung jetzt einfach nur erklärt hat, dass wir ab dem 1. Januar Mülltrennung betreiben werden in Moskau. Wir bestehen doch darauf in allen unseren Medien, dass es nicht nur eine Erklärung sein darf, sondern wir brauchen auch eine große Werbekampagne. Wir müssen Menschen darüber benachrichtigen und ihnen erzählen, was das eigentlich ist. Erstens, wir müssen allen zeigen, dass es notwendig ist. Und zweitens, wir müssen allen zeigen, wie man das richtig macht. Und dass es eigentlich nicht schwer ist, Müll zu trennen. Und dass es eigentlich auch ja, eine Modesache ist, dass es cool ist, Müll zu trennen. Wenn du jemandem erzählst, dass du Müll trennst, dann heißt es ja, du bist cool drauf, du bist modern. Adam. Ich versuche kurz auf alle Fragen einzugehen, was Festivals anbelangt. Wenn ich etwas wollte, dann habe ich das einfach organisiert. Ich wollte ein Dokufilmfest machen, dann haben wir das gemacht. Ich wollte eine Konferenz zum Thema Stadt machen, dann haben wir das auch gemacht. Wenn Sie in dieser Stadt leben, dann können Sie das auch tun. Wenn Sie dort nicht leben, dann können Sie das jemandem anvertrauen. Ich glaube, alles ist von einer persönlichen Initiative abhängig. Ob die alternativen Festivals heute in Moskau noch möglich sind? Ja. Ich und mein Team, wir machen diese Festivals, zum Beispiel dieser Doku-Filmfest, was ich erwähnt habe, das haben wir gemacht. Diese Initiativen sind möglich, aber natürlich werden sie nicht vom Staat unterstützt. Wenn der Staat etwas in Russland unterstützt, dann ersetzt der Staat den Sinn der Veranstaltung mit sich selbst. Und natürlich ist es dann keine Alternative, sondern nur ein Fake, eine Imitation. Ich wohne in Moskau und deswegen kann ich nur von Moskau sprechen. Dort haben wir sowohl alternative Musik wie auch alternative Mode. Es ist nur so, dass das alles nicht in allzu großem Ausmaß existiert. Man muss sich nur auskennen in der Stadt und dann findet man das, was man sucht. Und ansonsten kann man auch selbst irgendwas organisieren. Wie gesagt, das gibt es schon, aber in kleinem Ausmaß. Aber gerade für solche Sachen haben wir ja unseren Dom Kultura, also Haus der Kultur, gegründet. Das ist eine Plattform, wo die Alternative existieren kann. Jetzt gehe ich von Einzelheiten auf die allgemeinere Ebene, ob wir eigentlich mit unserer Tätigkeit etwas bewegen können. Schwer zu sagen. Ich beschäftige mich mit Aktivismus seit 2012 und ja, wenn ich mir das so sehe, habe ich den Eindruck, dass es sich ändert. Aber wenn wir alle unsere Sachen, unsere Ideen anschauen und schauen, was daraus geworden ist, nachdem die Stadtverwaltung das zur Hand genommen hat, da sieht man, dass es sich doch irgendwie in einer ganz anderen Form realisiert wurde, wie in einem Theater, wie ein Dekor. Ja, ihr wolltet doch diese Radfahrwegen, ja, und da hat man diese gebaut, nur sie ändern sich in einer Sackgasse. Und oder diese Plattform Aktiver Bürger, da kann man für irgendwelche Probleme seine Stimme abgeben. Aber diese Probleme, die dort formuliert sind, sind irgendwie schwachsinnig. Nicht die realen Probleme, die tatsächlich für alle wichtig sind, werden dort zur Abstimmung gebracht, sondern andere. Welche Art von Baum man da pflanzen muss oder sowas. Es geht aber ums Überleben eigentlich für die Alternative. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht, wie wir global diese Situation ändern könnten. Ich habe den Eindruck, dass jede Person etwas in ihrem Bereich verändern kann. Man kann sich selbst verändern. Man kann das Bewusstsein von anderen Menschen von eigenem Umkreis verändern. Aber eigentlich warten wir auf eine große Krise, wo wir unsere Gedanken tatsächlich realisieren.
werden. Wir bilden jetzt diese Zivilgesellschaft und momentan geht es nur ums Überleben. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob es uns morgen noch gibt oder vielleicht werden wir von jemandem geschlossen. Wir leben im heutigen Tag und das ist die russische Realität heute. Und noch was zur Frage über die Probleme und über die Tatsache, dass Menschen uns nicht verstehen. Das ist das, womit wir immer wieder konfrontiert sind. Wir haben unsere Plattform im Zentrum der Stadt aufgemacht und es ist in einem ruhigen Innenhof und da plötzlich kommt so ein Raum für 80 Quadratmeter und verschiedene Menschen kamen dann zu uns, nachdem wir ziemlich laut waren. Da kamen verschiedene Menschen aus Shisha-Cafés, die nebenan sind. Sie kamen zu uns und haben gesagt, warum wir so laut sind. Und dann kamen Menschen, die gesagt haben, dass es überhaupt ein privates Gelände ist und dass wir für diesen Schutz, für die Verteidigung bezahlen müssen und so weiter und so fort. Und was sehen wir? Einige Menschen werden von anderen einfach beängstigt. Unsere Gäste gehen raus auf die Straße, sie rauchen da. Oder die Gäste aus anderen Cafés gehen raus und rauchen und schmeißen ihre Kippen da und dann fegen wir das. Und dann fragen wir die Besitzer der Cafés, was gefällt denn ihnen an unseren Besuchern nicht? Und man hat uns gesagt, ja, weil sie komisch sind und merkwürdig sind. Und ich glaube, wenn wir einfach eine Bar geöffnet hätten, es ist doch oft in Berlin so, dass Menschen draußen stehen und rauchen und miteinander reden. In Moskau muss das alles irgendwie schön und hinter geschlossenen Türen passieren. Sobald man auf die Straße geht, bekommt man viel zu viel Aufmerksamkeit von allen anderen Menschen rundherum. Wir setzen zum Beispiel stellen Stühle vor unsere Tür, damit Menschen sich dort hinsetzen können. Und das gewinnt immer viel zu viel Aufmerksamkeit von allen möglichen Menschen. Und es ist schon der dritte Ort, den wir geöffnet haben. Drei Bars haben wir schon geschlossen. Früher hatten wir darüber nicht mal erzählt und jetzt veröffentlichen wir diese Geschichten in Facebook. Wer bei uns beklagt und wie wir mit diesen Menschen sprechen. Manchmal sind diese Dialoge sogar 2 Stunden lang und bisher geht es noch. Es ist noch irgendwie ruhig. Mal schauen, wie es weiterlaufen wird. Ich möchte das wie folgt kommentieren. Als Sie über die Mülltrennung gesprochen haben, da war es wahrscheinlich für unsere deutsche Kollegen komisch und lustig, das alles zu hören, denn bei Ihnen in Deutschland gehört es ja zum Alltag. In Russland wusste niemand dieses Wort Mülltrennung vor 5 Jahren noch. Jetzt war ich vor kurzem mit Aktivisten in Ulan-Ude und in Irkutsk in Sibirien. Und in beiden Städten unter 12 Menschen gab es eine Initiative zur Mülltrennung. Das ist cool. Menschen, die Plastik von Glas trennen können, das ist, sie machen etwas, was für die Zivilgesellschaft wichtig ist. Das ist etwas Bewusstes und damit fängt die zivilgesellschaftliche Position schon an. Und die wichtige Rolle dabei obliegt der Bildung, und zwar in einem weiten Sinne des Wortes. Das, was Sie machen und das, was Sie machen, das ist auch Bildung. Also diese 2 Stühle vor der Tür stellen, das ist auch Bildung. Ja, Aufklärung ist etwas top-down, aber ich meine, das ist Bildung. Und das sehen wir tatsächlich. Es gibt Menschen, die das selbst machen, die zum Beispiel offene Führungen, Stadtführungen initiieren. Sie sprechen bestimmte Themen an. In St. Petersburg gibt es eine Vorlesungsreihe, heißt Trava Gras, und das ist super populär. Sie sprechen da über sexuelle Minderheiten, über psychische Probleme, über Drogensucht. Also sie besprechen dort Themen, die eigentlich tabu in der Gesellschaft sind, aber auf einer informellen Ebene ist es immer noch möglich. Das deutsche Außenministerium hilft uns sehr mit seiner Förderung. Somit wird die Entwicklung der Zivilgesellschaft in Russland unterstützt. Und insbesondere habe ich zum Beispiel an 4 Projekten solcher Art teilgenommen. Und
Vor 3 Jahren hatten wir einen Teilnehmer und er schaute sich an, wie man das alles in Deutschland so macht. Er hat verstanden, dass man das anders machen kann. Es gibt ja so diese Methode Peer-to-Peer, Erfahrungsaustausch. Dann hat er bereits 30 Projekte gestartet, in dem er diese Projekte oder seine Ideen einfach abgegeben hat und outgesourced hat sozusagen. Und das ist viel effizienter, als wenn er das selbst gemacht hätte. Also diese Bildung, diese Aufklärung, aufklärerische Arbeit, wie Sie gesagt haben, das verändert tatsächlich das Bewusstsein der Menschen. Und um die Frage zu beantworten, ob die Modernisation tatsächlich stattfindet oder nicht. Das passiert nicht schnell. Und wenn wir mit diesen Soft-Methoden das machen, mit dieser spielerischen Art, mit dieser Leichtigkeit, die neuen Aktivisten sehr gut beherrschen, damit wird das vielleicht funktionieren. Denn somit gewinnen sie verschiedene Gruppen von Menschen. Und eine Stadt, da geht es immer um die Interaktion und Zusammenprall von verschiedenen Interessen. Deswegen ist es so wichtig. Einiges, es bewegt sich sehr viel in Russland. Offensichtlich sind viele Bewegungen, das war hier schon ein Tenor, etwas pragmatischer heute, wesentlich stärker konzentriert darauf, Lösungen für Probleme direkt vor Ort zu finden. Weiterhin viel Erfolg dafür und herzlichen Dank an die Teilnehmerinnen hier auf dem Podium und ganz herzlichen Dank an das Publikum für die Kommentare, fürs Zuhören. Applaus